Daniel, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Daniel. Ja, mein Problem ist, meine Freundin hat ein Verhältnis mit meinem Stiefvater. Mit deinem Stiefvater? Ja. Wie alt ist deine Freundin? 21. Und der Stiefvater? 39. 39. Ja. Wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Und wie hast du das jetzt erfahren, dass sie ein Verhältnis mit deinem Stiefvater hat? Ja, das ist so. Ich bin berufstätig als Mann-Lackierer. Mhm. So, und dann hat man vor 2 Tagen hat man eine Baustelle früher fertig gehabt. Mhm. Dann hat man früher Feierabend. Mhm. Ja, dann bin ich nach Hause. Ja, und dann habe ich schon das Auto gesehen von meinem Stiefvater. Da habe ich mich erstmal gewundert, weil meine Freundin ist auch berufstätig. Die ist eigentlich die Friseurin. Mhm. So. Ja, habe ich mich bei gedacht. Wollte ich rein. Ja, und da war die Tür abgeschlossen. Da habe ich gedacht, Moment mal. Von eurer gemeinsamen Wohnung? Ja, genau. Mhm. Wir ziehen sie einfach, eigentlich nur einfach zu. Ja. Dann, wir schließen nie ab. Ja. So, ne? Ja, habe ich mich schon gewundert. So, schließe auf, ja. Dann komme ich im Wohnzimmer, ja, und dann habe ich sie erwischt. In Fraganti? Ja. Aber, mitten in der Aktion? Ja. Das muss ein Schock gewesen sein. Ja. Aber was für ein Schock? Kann ich dir sagen. Wie hast du reagiert? Ja, ich stand erstmal da, ich konnte nichts mehr sagen. Wie gelähmt? Wie gelähmt, genau, ja. Und Sprache verschlagen? Ja, ich bin dann nur noch, nachher bin ich rausgelaufen, ja. Also du hast keinen Krawall gemacht, keine Schreierei dann hinterher? Nee. Also du bist dann quasi, du hast erst wie entwurzelt da gestanden oder wie angewurzelt da gestanden, genau. Und dann bist dann wortlos rausgegangen. Genau. Ich bin rausgerannt. Ich habe erst mal draußen eine Zigarette geraucht, ja, und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, ob ich zu ihm kommen kann. Ja, ja. Das ist mein Kumpel. Dieses war genau wann? Vor 2 Tagen, also Mittwoch. Mittwoch. So, und danach hast du mit deiner Freundin geredet? Nee, sie hat mich ein paar Mal angerufen, aber ich habe mich abgenommen, weil ich wollte erstmal nicht mit ihr reden, weil ich... Also die hat dich angerufen bei dem Kumpel, oder wie? Nee, auf mein Handy. Ich habe ja ein Handy. Und aber wo hast du jetzt geschlafen, die 2 Tage? Bei dem Kumpel? Ja, beim Kumpel, ja. Beim Kumpel. Der war dann gestern, hat dann Sachen geholt, ich habe einen Schlüssel gegeben. Mhm. Und dann war sie aber nicht da, ja. Sie hat versucht anzurufen? Ja, die hat mich versucht anzurufen, genau. Mhm. Aber ich habe mich abgenommen, weil ich kann im Moment nicht mehr. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meiner Mutter sagen soll, was mein Stiefvater da jetzt gemacht hat. Und ja. Jetzt gehen dir ja wahrscheinlich auch 1000 Sachen durch den Kopf. Wie lange läuft das schon? Wann hat es angefangen? Genau. Ne? Ja, sowas. Habt ihr euch denn so oft gesehen früher, der Stiefvater, du und sie und deine Mutter? War das so eher ein engeren Kontakt? Ja, wir machen Wochenende öfters was zusammen. Mhm. Also Disco, was heißt Disco, ist so ein, ja, kann man Disco nennen, also Kneipe, ist ja. So was Ähnliches auf jeden Fall, da läuft Musik und so, ja. Ja, ja, ich weiß mal platt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Mutter sagen soll, oder? Also, ich finde verständlich, dass du dich jetzt erstmal in der ersten Reaktion zurückgezogen hast, hast du ja gemacht, ne? Dicht gemacht hast, gehst nicht ans Telefon, bist bei deinem Kumpel. Aber du musst dich, finde ich, schon jetzt damit auseinandersetzen. Das heißt, du musst mit der Freundin reden. Ja, ich habe aber, hab Angst, wenn ich dann jetzt erfahre, das geht jetzt schon ein Jahr oder so. Ich weiß nicht, was ich da mache. Aber so läufst du ja nur vor einer eventuellen Wahrheit weg. Ja. Das heißt, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dich damit zu konfrontieren und letztendlich dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich finde allerdings auch, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, ne? Würde ich das meiner Mutter auch erzählen? Ja, aber ich will meine Mutter das nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn meine Mutter das erfährt. Ja, was heißt nicht kaputt machen? Aber er macht es ja schon kaputt. Und hintergeht sie. Und wer weiß, wenn er das da gemacht hat. Wie lange sind die schon zusammen, die beiden? 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Ich finde, dass die Frau ein Recht darauf hat, das zu erfahren. Wenn er so Schweinereien begeht, dann würde ich damit keine Rücksicht rangehen. Und letztendlich ist es für deine Mutter natürlich auch schmerzhaft, aber letztendlich ist es auch gut, wenn sie es erfährt und nicht so verarscht wird von ihrem Typ. Ja. Also, ich finde 2 Sachen. Du musst mit der Freundin reden und du musst sie dir hart wirklich rannehmen und dass sie dir wirklich die Wahrheit sagt. Und danach würde ich dann, nach dem, was du da alles erfährst, würde ich auch die Konsequenz ziehen, auch der Mutter das erzählen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe Angst. Wenn ich meiner Mutter erzähle, ich weiß nicht, was da passiert. Ob er,
Ja, ich weiß nicht. Hat er, hat nicht versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein, überhaupt nicht. Das wundert mich. Mhm, wundert mich auch. Er muss doch jetzt auch in Angst leben. Ja, da muss er ein schlechtes Gewissen haben. Schlechtes Gewissen und er muss Angst haben, dass du das eventuell dann doch der Mutter erzählst. Und bei ihm muss er auch, ist er auch als wackelig im Moment. Ja, ich will auch nicht. Also. Ist denn das eigentlich die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin, war das okay in den letzten Monaten? Also ich fand's okay. Also ich habe da nichts gemerkt. Mhm. Und ihr seid euch sonst auch, deines Wissens zumindest, immer treu gewesen die letzten Jahre? Ja, klar. Ja. Also. Mhm. Aber man weiß, wie dieser Fall lehrt, man weiß es nie, ne? Ja, dann weiß ich, jetzt weiß ich ja, ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll. Ich weiß nicht, ob jetzt, ja, ich weiß nicht, vor allen Dingen, wie lange geht das schon? Mhm. Vielleicht wäre ich jetzt nicht früher nach Hause gekommen. Wie lange wäre es noch weiter gegangen jetzt? Oder ob es jetzt auch noch weitergeht? Ich weiß es ja nicht. Daniel, das musst du alles mit ihr bereden. Und wenn die Wahrheit noch so bitter ist, du musst dich dieser Wahrheit stellen und daraus deine Konsequenzen ziehen. Und wenn die Konsequenz ist, dich von der Frau zu trennen. Die hat dich ja nun wirklich scheiße hintergangen, ne? Ja, und dann aber ist schwer. Sind 3 Jahre und ich hänge an der. Ich kann nicht einfach. Wacht erstmal ab, was sie dir sagt. Vielleicht ist es so hart, dass es dir auch einfacher fällt zu sagen, Mädchen, dann gehe. Und dann auch noch mit in der Familie mit dem eigenen Stiefvater. Das macht das Ganze ja noch viel, viel gewichtiger. Ja. So, du redest mit der. Ja, ich würde an deiner Stelle gar nicht erstmal warten, bis die anruft, sondern du rufst die morgen an. Ja. Und triffst dich auch gleich mit der. Und redest Tacheles mit der. Ja. Und dann überlegst du weiter vorzugehen mit der Mutter. Ich finde, dass deine Mutter auch ein Recht darauf hat, das zu erfahren. Finde ich schon. Gut. Alles Gute. Ich danke dir, Domian. Ne? Ja, Daniel, alles Gute dafür. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss.